Synagogen brennen, Geschäfte werden geplündert, Menschen verfolgt. Reichspogromnacht 1938. Da war doch so etwas Ähnliches auch in Mainz. Vor 80 Jahren. Mit einem eindrucksvollen Film sind die Schüler des Mainzer Willigis-Gymnasiums den Ereignissen in ihrer Heimatstadt vor 80 Jahren nachgegangen, lassen Zeitzeugen erzählen, stellen aktuelle Bezüge her. Wenn man jetzt, glaube ich, durch die Straßen gehen würde und sagen würde, ja, was war denn vor 80 Jahren am 9. auf dem 10. November? Dann würden wahrscheinlich sehr viele fragende Blicke kommen und so, ja, weiß ich nicht. Auch die aktuellen Ereignisse, wenn wir jetzt gestern in Pittsburgh oder vor 2 Monaten in Chemnitz, man da die Ereignisse sieht, merkt man einfach so, was es für eine Bedeutung hat, die Erinnerungskultur zu betreiben. Für ihren Film bekommen die Schüler des Willigis-Gymnasiums am Nachmittag von Schirmherr Johannes Gerster den ersten Preis des Wettbewerbs überreicht. Die Konkurrenz war groß aus dem In- und Ausland. Doch die Mainzer hatten die Nase vorn. Die Aufarbeitung der Geschichte und die Warnung, Leute, gebt Acht, damit nicht Ähnliches wieder passiert. Das ist, wenn Sie so wollen, der politischste Beitrag, der eine klare Aussage trifft für eben die Demokratie und die Freiheit. Der 2. und 3. Preis gingen nach Köln und Kehl. Wegen der großen Resonanz soll der Wettbewerb weitergeführt werden.